Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute beschäftigen wir uns mit einem ganz besonderen Thema, das Körper und Seele betrifft. Es geht um die Transsexualität. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, dass ein Mann biologisch als Mann geboren wird, aber sich wie eine Frau fühlt. Oder umgekehrt, eine Frau wird als Frau geboren, aber fühlt sich wie ein Mann. Und um dann endlich so leben zu können, wie man sich fühlt, überlegen viele, ob sie nicht eine Operation durchführen lassen sollten, eine geschlechtsanpassende Operation, was ja einen großen Schritt bedeutet. Über solche Chancen und Risiken einer geschlechtsanpassenden OP wollen wir heute sprechen. Bei mir ist Sandra Kreimann, die so eine Operation hat durchführen lassen, vom Mann zur Frau, und Dr. Tobias Potek. Er ist der Chefarzt der Urologie am Asklepios-Westklinikum in Hamburg, und Dr. Potek ist auch der behandelnde Arzt. Schön, dass Sie beide da sind. Danke. Gerne. Frau Kreimann, kann man das so sagen? Was fühlt sich heute anders an als damals vor der OP? Das ist, glaube ich, 2012 gewesen. Ja. Es ist eigentlich eine Stimmigkeit, die insgesamt da ist. Man hat vorher eine Unstimmigkeit, man kann sie nicht erklären, zumindest in meiner Altersgruppe zu der Zeit nicht. Heute, die Jüngeren sind natürlich viel weiter, äußern sich eher. Aber es ist eben nach der OP jetzt, beziehungsweise nach dem ganzen Werdegang, dass man sich in sich komplett stimmig fühlt eben halt. Können Sie das noch genauer sagen, was da nicht gestimmt hat, auch wenn es nur so ein diffuses Gefühl ist? Es ist ein reines, ja, wie Sie sagten, diffuses Gefühl. Nach den Entscheidungen, nachdem ich mich entschieden hatte eben halt und mit den ersten medizinischen Maßnahmen angefangen habe, war es für mich, als ob so ein großer Bleimantel abgefallen ist. Ja. Das ist vielleicht die bildlichste Beschreibung, die ich geben kann eigentlich. Gibt es so eine Situation am Tag, bei der Sie ganz besonders denken, die war vor meiner Operation oder vor meiner Entscheidung eine ganz andere? Es gibt kein bestimmtes Erlebnis in der Richtung. Ja. Das ist ein gesamtes Empfinden eben halt. Es überdeckt alles. Ja. Vielleicht können Sie uns das erklären, Herr Dr. Potek. Transsexualität, was heißt denn das eigentlich? Was ist das denn? Ja, wir benutzen in der Medizin den Begriff Transsexualität heute eigentlich nicht mehr. Das ist aus dem amerikanischen Sprachgebrauch entlehnt. Dort gibt es das Wort Gender Dysphoria, nennt man das heute Geschlechtsdysphorie. Also man stimmt nicht mit seinem körperlichen Geschlecht überein. Man ist dysphorisch in Bezug auf sein Geschlecht. Mhm. Und das liegt vielleicht daran, oder man kann es vielleicht so erklären, dass das Geschlecht eine Gehirnfunktion, eine seelische Funktion ist. Das Geschlecht wohnt im Gehirn, da bin ich mir ganz sicher. Und das kann man auch nicht ändern. Deshalb kann man auch keine geschlechtsanpassenden Operationen machen, sondern allenfalls genitalanpassende Operationen. Ja. Ja, und der Körper kann eben von diesem Gehirngeschlecht, wenn man so will, oder seelischen Geschlecht differieren. Also man fühlt, man weiß, ich bin eine Frau, aber ich habe den Körper eines Mannes bekommen. So rum müsste man sehen. Also man ist nicht als Mann im Männerkörper geboren und denkt als Frau, sondern Frau Kreimann ist eine Frau, immer schon gewesen, ja, hat aber von der Natur den Körper eines Mannes bekommen. Und das ist das Einzige, was ich habe ändern können. Ich habe eine genital anpassende Operation gemacht und nicht das Geschlecht verändert. Okay, das ist natürlich eine Spitzfindigkeit von außen, aber ja dennoch eine ganz große Klarstellung der Sicht, dass sozusagen genau das Geschlechtsempfinden im Grunde genommen aus der Psyche kommt und damit auch aus dem Hirn. Das ist ganz wichtig, weil es wird ja oft der Satz gesagt über Menschen, die eine Geschlechtsdysphorie haben, da ist jemand im falschen Körper. Ja, ja. Ja, das gibt es ja nicht. Es gibt ja keinen falschen Körper. Es gibt ja nur einen. Wir kriegen nur einen. Ja. Ja? Es kann aber passieren, dass eben das Gehirngeschlecht und das körperliche Geschlecht nicht konkurrent sind, nicht aufeinander passen. Ja. Und dann beginnt eben die Schwierigkeit des Lebens. Ja. Ist das dann ein so eindeutiges Empfinden? Denn wir reden ja gleich über eine Operation. Und so eine Operation ist ja wahrscheinlich nicht rückholbar und nicht wieder umwandelbar. Ja, da müssen uns andere Ärzte helfen. Da müssen uns die helfen, die sich eben viel besser mit der Seele und dem Geist auskennen, als ich das kann als Operateur. Ich bin ja ein Handwerker, streng genommen. Ja. Dafür haben wir Psychiater, die speziell ausgebildet sind oder spezielle Erfahrungen haben mit Menschen mit einer Geschlechtsdysphorie. Und die müssen sich sehr intensiv darum kümmern, dass das diese Diagnose, nenne ich es jetzt mal, auch wirklich die richtige ist. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass jemand eine psychische Krankheit hat, eine Schizophrenie zum Beispiel, und meint, er wäre transsexuell. Diese Menschen dürfen wir natürlich nicht operieren. Das wäre ein grober Fehler. Die brauchen andere Formen der Behandlung. Geschlechtsdysphorie oder Transsexualität ist keine Krankheit. Da bin ich mir ganz sicher heute. Aber wir brauchen die Psychiater eben, um auszuschließen, dass jemand eine andere Krankheit hat
und man damit mit einem operativen Schritt oder einem anderen irreversiblen Schritt keinen Fehler macht. Ja, das bringt mich auf die Frage, Frau Kreimann, wie das denn bei Ihnen gewesen ist, bevor Sie zu Herrn Dr. Potek dann gegangen sind und mit ihm die OP besprochen haben. Waren Sie da auch in einer beratenden Behandlung? Also ich habe mir, nachdem ich also 2008 den ersten Zusammenbruch hatte, dann eine entsprechende Fachtherapeutin gesucht. Zusammenbruch, weil das Leben zu viel wurde? Ja, es gab verschiedene Einflüsse. Es gab eben halt auch eine betriebliche Situation, die also nicht gerade unproblematisch war, die aber nichts mit der Transidentität zu tun hatte, sondern einen anderen Hintergrund. Und dann habe ich eben halt in einem eigenen Entscheidungsprozess, der von der Psychotherapeutin begleitet wurde, eben halt Schritt für Schritt für mich die einzelnen Maßnahmen eben halt entschieden. Ja. Also es fing an eben halt 2010, dass ich dann eben mit der Hormontherapie begonnen habe, um zu sehen, ob mir das reicht. Und dann eben Anfang 2011 dann den rechtlichen Weg beschritten. Und nachdem ich dann 2 Jahre eben halt mit Hormonen eben gelebt habe, aber festgestellt habe, für mich ist der nächste Schritt doch auch wichtig, habe mich 2012 eben mal für die OP entschieden dann. Aha, das heißt also, es gibt ja auch viele Wege davor, die man muss ja nicht den Weg zu Ende gehen bis zu einer genital anpassenden Operation, sondern könnte auch aus Ihrer Sicht vielleicht auf halbem Wege aufhören. Ja, also es gibt verschiedene Modelle. Ich bin an einer Gruppe von 8 anderen Frauen, wo wir uns 2-mal im Jahr treffen und da haben wir ganz verschiedene Lebensmodelle. Es gibt nur eine weitere, die eben halt genau wie ich den kompletten Weg gegangen ist, aber es gibt auch welche, die leben halt auch öffentlich, aber beide Geschlechter eben halt. Das heißt also teilweise als Mann, aber genauso sind sie in der Freizeit oder auch im Umfeld eben halt dann als Frau unterwegs, weil sie sagen, ich muss beide Seiten komplett leben. Ja. Was gehört denn aus Ihrer Sicht dazu, als Frau leben zu können? Das ist ja dann nicht nur die genital anpassende Operation. Also für mich, bei mir war es eine ganze Reihe von Maßnahmen, angefangen mit den ganzen Haarepilationen, Körperbart und so weiter. Bart, genau. Und auch noch dunkelhaarig, dann auch noch. Leider. Ja. Und dann eben halt die ganzen, der Brustaufbau und ähnliche Dinge eben, was dann dazu kam. Da ich ja eben halt doch relativ spät den Weg beschritten hatte und von daher die Hormone allein nicht ausreichten eben. Musste eben halt bei mir ein gewisser Maß der Brustaufbau sein. Was in jungen Jahren offenbar dann auch ohne diese Die Chance ist eben halt erheblich größer, dass dann also doch ein bisschen mehr eigenes Wachstum ist als im Alter eben halt dann. Ne? Das ist gut, aber damit muss man leben. Ja. Das sind so Dinge dann. Ja, und dann kommt natürlich eben halt das soziale Umfeld dazu, wo man natürlich dann komplett sich im Prinzip neu orientieren muss, sich neu einfinden muss. Und auch dann wiederum herausfinden muss, was ist die eigene Sexualität, die man dann also hinterher wahrnimmt, empfindet. Ja, da geht es ja dann auch darum, zu erkennen, dass sich Dinge verändern werden mit ihrer Veränderung. Darüber wollte ich später noch sprechen. Ich wollte erst noch mal bei diesem Umwandlungsprozess bleiben, der ja eben nicht nur OP ist. Also Sie sagten Haare epilieren, Brustaufbau. Gab es da noch weitere Dinge, die auch damit einhergehen, mit so einer Veränderung? Also medizinisch jetzt nicht weiter. Das sind an sich die wesentlichen. Gut, ich habe noch ein bisschen Logopädie gemacht, aber das ist eigentlich so das komplette Umfeld, was bei mir gewesen ist, medizinisch. Ja. Und was war für Sie das, wovon Sie heute sagen würden, das war das schwerste Ding, habe ich mir so nicht vorgestellt? Das Schwerste oder das Aufwendigste war für mich eben halt tatsächlich die Haarepilation. Weil es so lange gedauert hat. Wie viele Stunden hatten Sie das bei so einer Zeit? Also es war damals, wie der Film gedreht wurde, waren es knapp 90 Stunden, aber ich bin nach wie vor eben halt sporadisch dabei, nochmal einzelne Bereiche machen zu lassen. Das heißt also, ich sag mal so bei 120 Stunden bin ich bestimmt schon. Ja, und da spielt dann so eine Operation fast schon keine Rolle. Nicht, Herr Dr. Potek. Also Was genau passiert denn jetzt eigentlich bei dieser geschlechtsanpassenden OP oder wie Sie sagen, genital anpassenden OP, die ja für mich als Laie eigentlich das größte Ding an der Sache ist? Also wo man sich so sagt, da passiert ein wirklicher Umbau. Ja, das ist halt medizinisch gesehen schon ein sehr großer Schritt. Das Wichtigste dabei ist eben, dass es irreversibel ist. Also es gibt keinen Weg zurück, weil wir tatsächlich Körperteile entfernen.
Wenn man aus einem männlichen Genital ein weibliches machen will, dann muss man eben das Attribut männlich entfernen. Das heißt, der Penis muss weg und die Hoden müssen weg. Aus der Haut, die dort reichlich vorhanden ist, wird dann das weibliche Genitale modelliert. Das muss man sich so vorstellen, dass zwischen den Enddarm und die Blase eine Neovagina geschaffen wird. Dort ist in der weiblichen Anatomie ist da nichts, das ist so ein Fettgewebstreifen. Wir haben eine spezielle Ultraschallschere heute zur Verfügung, mit der wir dort einen tiefen Kanal schaffen können, bis hinter die Blase, bis kurz bevor der Beckenknochen anfängt. Und dieser Raum muss dann ausgekleidet werden mit Haut, sonst heilt er wieder zu. Solange wir leben, heilt jede Wunde zu. Man glaubt es kaum, ist tatsächlich so. Ja, und diese Neovagina würde ja einfach wieder zuheilen, ja, wenn wir da dort nichts reintun würden, was das verhindern würde. Wir müssen uns also austapezieren mit körpereigenem Gewebe. Die Uroperationsform, die hier angewendet wurde in den 50, früher schon vor dem Krieg in den 20er Jahren, wurden tatsächlich schon genitalanpassende Operationen gemacht in Berlin und in Dresden. Die sind aber alle sehr schwierig gewesen und auch viele davon sind nicht gut gegangen. So richtig los geht das eigentlich erst in den 50er Jahren in Casablanca durch den Georges Bourou. Und der hat diese penile Inversionsplastik entwickelt. Er hat also die Haut des Penis vorne an der Vorhaut eingeschnitten, hat den Penis dann entfernt und hat diesen Hautschlauch, der sich dann ergibt, nach innen eingestülpt, ihn also invertiert. Da kommt der Begriff penile Inversionstechnik, also diesen Hautschlauch nach innen in die Neovagina gezogen. Und aus dem übrigen Gewebe hat er dann äußere und innere Schamlippen modelliert und aus der Eichel die Klitoris gemacht. Wir machen das heute ein bisschen anders, weil wir gelernt haben, dass diese penile Inversion zu Spannungslinien führt. Spannung ist für Haut immer sehr schlecht, da wird die Haut schlecht durchblutet, neigt dazu, dann minder Durchblutung, Nekrosen, absterbendes Gewebe zu bekommen, was dann hässliche Narben macht. Wir benutzen die Harnröhre mit. Die Harnröhre ist ja ab dem Punkt, wo sie aus dem Körper tritt, rein männlich. In der weiblichen Anatomie brauchen wir sie da an der Stelle nicht mehr. Aber wir müssen ja nicht wegwerfen. Wir machen also aus diesem Rohr der Harnröhre, indem wir das oben bei 12 Uhr einschneiden, einen Lappen und klappen diesen Lappen dann um in den neu geschaffenen neovaginalen Kanal unter der Blase. Das ist dann das Dach der Neovagina. Und für den Boden der Neovagina nehmen wir Haut von der hinteren Partie des Hodensackes, die auch während der Operation epiliert wird mit hochenergetischem elektrischen Strom. So, damit kann man eine normale Epilation im Gesicht nicht machen mit so einem Elektrokauter, aber da in dem Bereich geht das. Und dann werden die Harnröhre und dieser Hodensacklappen zu einem Rohr zusammengenäht, was dann in die Neovagina eingestülpt wird. Damit haben wir dann diese Tapezierung sozusagen innen drin, die verhindert, dass es wieder zuheilt. Und dann ist eine ganze Menge Haut noch übrig von dem ehemaligen Penisschaft sozusagen. Die wird verwendet, um die kleinen Schamlippen oder die inneren Schamlippen zu modellieren, in dessen oberem Eck die Klitoris sitzt, bei einer biologisch geborenen Frau sozusagen. Frau im weiblichen Körper ist da genau die Klitoris an der Stelle. Und als Gefühlsvermittlung oder als erotischer Gefühlsvermittler in der männlichen Anatomie ist ja die Eichel, die Glans vorhanden. Die wird dort an diese Stelle gebracht, wobei die Gefäße, die Blutgefäße und die Nerven eben umgelegt werden müssen. Die kann man nicht durchschneiden, sonst sind sie weg, sonst sind sie verloren, sondern die muss man so ummodellieren, dass das alles dahin zusammenpasst. Und dann haben wir links und rechts noch einen Streifen Hodensackhaut über, die werden dann zu den großen Schamlippen. Damit hat man alle Elemente des weiblichen Genitales aus dem männlichen übertragen. Sie hatten gerade die Empfindlichkeit angesprochen. Da geht es ja auch darum, dass man ja seine Sexualität weiterleben möchte. Ich frage Sie das. Hat er das so gut gemacht, dass Sie mit Ihrem neuen Partner, mit dem Sie zusammen sind, glücklich sind? Definitiv. Das ist ja auch das ist ja ein Teil davon, aber auch die glückliche Seite von dieser Operation. Was kann schiefgehen? Also ich kann mir vorstellen, wenn man Nerven vernäht, dann könnte es auch Empfindungsstörungen geben. Es kann vielleicht auch schiefgehen mit der sexuellen Empfindung. Sind Sie da noch auf einem relativ, also doch neuem Terrain, weil es so komplex ist? Nein, eigentlich nicht. Also dass diese Verlagerung der Glans zu Klitoris wird schon sehr lange gemacht. Und das Entscheidende ist eigentlich, dass man die Blutgefäße und die Nerven eben sehr sorgsam präpariert und dafür sorgt, dass sie eben möglichst nicht absterben durch Zug und Spannung und Verdrehung, Verlagerung und sonst was. Wir lassen einen kleinen Streifen der ehemaligen Schwellkörperhülle über. Das ist eine Besonderheit in unserer Technik, weil damit eben sicher ist, dass die Blutgefäße und die Nerven erhalten bleiben. Und das funktioniert eigentlich sehr gut, muss man sagen.
Wie viele Operationen sind denn das? Das ist doch nicht nur eine. Das ist grundsätzlich ist eine Operation, die aber dann durch Korrekturen nochmal ergänzt werden kann. Und gibt es in dem Zusammenhang auch so eine längere Phase, bis der es dann endgültig abgeschlossen ist? Also ich habe gehört, gerade auch wenn es darum geht, die Scheide zu bilden, dann muss die weit gehalten werden. Man kann nicht einfach aufstehen und so tun, als wäre nie eine Operation gewesen. Der Körper muss sich an die neue Form gewöhnen. Also man muss schon letztendlich pulsieren, zumindest in der ersten Phase Tampon intensiv. Tampon tragen, eine Zeit lang ist das, glaube ich. Ja, Tampon, also ist im Prinzip, ich sage mal, mit Dildo im Prinzip einfach gesprochen pulsieren, ja. Dass also die Dehnung vorhanden bleibt und eben halt auch kann man es dadurch noch etwas weiter dehnen im Grunde genommen mit der Zeit. Und jetzt nach 3 Jahren, ist das für Sie, ist für Sie das Thema OP das beendet? Das ist für mich beendet, ja. Das ist also, das Thema ist durch und ich lebe heute ganz normal und ja. Wenn Sie heute zurückschauen würden, würden Sie das so noch einmal machen? Ja. Für mich selbst ist die Entscheidung ja. Wenn Sie jemand fragen würde, womit er rechnen muss, also auch so mit Dingen, die man sich vielleicht anders vorgestellt vorher hat, als Sie nachher sind, was würden Sie darauf antworten? Vorstellung ist immer so eine Thematik. Man kann sich vieles vorstellen, aber man sollte nicht zu große Erwartungen haben und vor allen Dingen nicht die Erwartung haben, dass andere Probleme aus dem Leben sich dadurch lösen. Man löst damit nicht irgendwelche beruflichen oder was auch immer Probleme oder private Probleme. Das ist eine ganz eigene Thematik. Und nur in dem Fall, wo man sich auch darauf konzentriert und sagt, okay, das ist wirklich mein Problem und das kann ich damit lösen, dann kann man den Weg gehen. Aber die Vorstellung zu haben, dass wenn ich jetzt als Frau lebe, irgendwie das große Tolle passiert oder sich irgendwelche Probleme in Luft auflösen, das ist definitiv eine verkehrte Erwartung. Ja. Haben Sie das Gefühl, dass das Leben leichter geworden ist, weil Sie mehr bei sich sind oder doch eine Spur mehr Herausforderung geworden ist, weil Sie vielleicht nicht ganz ins Klischee passen für viele? Ich würde sagen, für mich ist es eher leichter geworden und ins Klischee passen. Ich habe keine Probleme irgendwo gesellschaftlich. Ich persönlich habe es geschafft, eben halt überall Akzeptanz zu haben und in allen Gruppen ja, volles Mitglied zu sein, egal welcher Art. Also ich bin in verschiedenen Bereichen aktiv und von daher, ich habe keine Nachteile davon bekommen. Ich habe im Gegenteil eigentlich da, wo es bekannt ist, sehr viel Respekt erfahren dafür. Herr Dr. Potek, ist das eine, wie soll ich sagen, ein Bereich, der sich stärker entwickelt? Also haben Sie einen höheren Patientenzulauf als noch vor geraumer Zeit? Ja, eindeutig. Ja, es gibt also verschiedene Umstände, die dafür sorgen. Also ein Umstand ist die rechtliche Situation. Es gibt ja in Deutschland ein Gesetz zur Änderung der Vornamen und des Personenstandes in besonderen Fällen. Das wird gerne Transsexuellengesetz genannt, obwohl es eigentlich gar nicht so heißt. Ja, und das stammt aus den frühen 80er Jahren, ich glaube aus dem Jahr 1980. Mhm. Und da sind so einige Dinge drin als Bedingungen versenkt gewesen, die inzwischen vom Bundesverfassungsgericht gelöst wurden. Ein Beispiel sei nur, dass ein Ehepaar, in dem ein Partner sich dann für transsexuell, transgeschlechtlich erklärt hat, geschieden werden musste. Ja, wie es ihm ja auch fast gegangen ist. Bevor dann dieser Mensch seine Transition sozusagen durchgeht. Und da ist eben der Gedanke dahinter gewesen, dass ja, wenn jetzt der Mann sagt, ich bin eigentlich eine Frau und mache die Transition dahin, dann auf einmal zwei Frauen miteinander verheiratet gewesen wären. Und das wollte die Gesellschaft nicht. Ja? Das ist ein Beispiel. Es gibt noch ein paar mehr Paragraphen in dem Gesetz, die inzwischen keine Geltung mehr haben. Dadurch ist aber der Weg zur Vornamens- und Personenstandsänderung viel leichter geworden, weil bestimmte Voraussetzungen einfach nicht mehr da sind. Da hat sich die Rechtslage eben deutlich gelockert, sodass also für etliche Menschen der Weg leichter ist und sie ihn deshalb dann auch eher gehen können. Und das Zweite, was dazu kommt, ist einfach die Veränderung im gesellschaftlichen Kontext. Es ist heute, ich will nicht sagen, schick geworden, dass in einer Talkshow auch ein transgeschlechtlicher Mensch sitzt, aber es kommt nicht selten vor. Ja. In verschiedensten Foren gibt es also die Möglichkeiten, sich multimedial zu dem Thema zu informieren.
Das können heute auch ganz junge Menschen tun. Ja, also wir mit 50er hatten der Kindheit keine Chance. Ich wusste nicht, als ich zur Schule gegangen bin, dass es das Thema überhaupt gibt. Das natürlich, muss man ganz klar sagen. Ja, aber das Gefühl war natürlich schon da. Und ich spreche mit vielen Menschen, die heute dann sagen, ja, ich habe meinen Eltern im 5., 6. Lebensjahr schon zu verstehen, zu geben, versuchen, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Aber das wollten die so nicht. Ja, das wollte das Elternhaus, wollte das nicht, die Kirche wollte das nicht, die Schule wollte das nicht. Das ist heute eben ganz anders. Und so haben eben junge Menschen heute die Chance, relativ frühzeitig tatsächlich in ihre Transition zu gehen. Und dann brauchen sie eben auch diese ganzen Traumatisierungen nicht zu erfahren, die wir ja rückgängig machen können. Das ist vielleicht auch so, wie Frau Kramer das vorhin sagte, ein Problem, dass man eben die Vergangenheit nicht wegoperieren kann. Alles das, was ich in meinem Leben schon erlebt habe, das bleibt ja. Das wird durch die Operation nicht geändert. Und diese Erwartung ist eben sehr schwierig. Also wenn jemand meint, ich bin nach dieser Operation ein glücklicher Mensch, dann muss man ihn fragen, wo sind deine Ziele? Wo willst du hin? Und dann kann ich erklären, was ich mache und was ich damit erreichen kann. Aber es ist eindeutig so, dass die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, steigt, weiterhin steigt. Vielen Dank an Sie beide, Frau Kreimer und Herr Dr. Potek. Danke für die interessanten Informationen. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Machen Sie es gut.